Ich würde dann sagen, LNC. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video startet das neue Format Beat the NLC Member. Wie das ganze Format aufgebaut ist, erfahrt ihr nach dem Intro. So, und zwar haben wir die NLC Member Doodle, Fabio und Shiny. Und die Kontrahenten sind Blue, Motion und Practed. Das Format ist so aufgebaut: zuerst Somos, wer zuerst 10 Runden gewinnt, bekommt einen Punkt. Danach folgt 3 vs. 3 Boxfight. Da gibt es ebenfalls auch einen Punkt. Falls es zu einem Unentschieden kommen sollte, machen wir zu guter Letzt ein alles entscheidendes 1 gegen 1. Und wenn das gegnerische Team gewinnen sollte, da bekommen diese die Chance, dem NLC-Team beizutreten. Schöner Hit auf Practed. Blue holt Doodle. 3-2. Blue und Shiny. 3 gegen 1. Blue und Fabio. 1-0 für Teambewerber. Bewerber. 1-1 steht's. Wir schauen jetzt Doodle zu. Team NLC. Doodle cranked auf Height. Choke ein bisschen, aber ist weiterhin auf Height. Spray jetzt die Gegner komplett runter. One Shot. Versucht sich da Winkel zu verschaffen. Gegnerisches Team ist auf Height. Shiny holt Blue. Doodle seit sich ab und spread auf Motion. Ah, beide sind noch am Leben. Ja, okay. Ein Fehler. Doodle geht auf. Okay. Fabio holt Motion und Practice ist am Stirb gestorben. 2-1 für Team NLC. Let's go. Hype in den Chat, Jungs. Ich will ein bisschen Hype sehen. So, Doodle versucht sich einen Überblick zu verschaffen. Er ist auf Low Ground, komplett auf Low Ground. Und versucht da von unten Leute runter zu spiefen. Fabio und Shiny sind in der Zwischenzeit auf Height. Motion holt Shiny. Ja. 2 gegen 2. Fabio und Doodle sind noch die Überlebenden. 2 gegen 2. Fabio versucht auf Height zu gehen. Fabio und Blue. 3-1 für Team NLC. Let's go, Boys. Hype.
Good shit. Oh. Siebziger Hit auf Motion. Fabio holt ihn. 4-1 für Team NLC. GG in den Chat. Hundertzwanziger. Motion. Sunset Gate. Practice is one shot. Head auf Fractured. 80er Head. Er ist One Shot. Doodle holt Blue. In der Zwischenzeit pressured 30er Head. Fabio setzt sich komplett ab. Fractured immer noch im High Ground. Doodle verschafft sich High Ground. Du hast Practice geholt, GG, 7-2. Wir machen jetzt 2 gegen 2, okay, 2 gegen 2 Boxfights noch. Noch 2 gegen 2 Boxfights, 1-0 für NLC, Team NLC. Practice und Blue gegen Shiny und Fabio. So, wir wechseln mal die Perspektive. Schön erhöht auf Blue. Blue ist One-Shot. Practical Fabio. 2 gegen 1. Ich glaube, Blue ist ein bisschen am Laggen. Sieht man an seinem Skin. So, jetzt pressuren die beide Shiny. Practical Finish für Fabio. ...1-0 für die Bewerber. GG ist an der Stelle. Wir schauen jetzt NLC Shiny zu. Schade. 233er Hits gehen rein. Auf Practice.
Fabio und Blue. Ein 1v1. Ich glaube, er will Resin. Macht er das? Ich denke ja nicht. Sehr schön Hit auf Fabio auf Practice. Beide kassieren Damage. Bis 72 HP nur noch. Nur noch 39 Leben. Projected. Nicht dancen, projected. Ernst nehmen. Zwei gegen eins. Sehr schön gemacht von Fabio. GG an der Stelle an das gegnerische Team. Ach, Digga. Projected, was machst du, Digga? Okay, wir schauen Fabio jetzt zu. Ach, Practice hat die Welt verlassen. Los, habe Legs. Was machen wir jetzt? Bockt nicht. Unlucky. GG, anyways, Practice. Well played, bro. Keine Ahnung, wir können auch spontan noch ein 1v1 machen. Ibra kommt das Format öfters. Ja. Ja gut, ne? Bye. Yo, Practice, hau rein. Darf ich das nicht machen? Für dich ist es sicherlich okay, wenn ich das als Video mit reinnehme, oder? Also mit das. Okay, danke. Hab es nur aus Fang mitgespielt. Ja, ist gut, kein Stress, Digga. 1-0 für Blue.
Ich glaube, das wird so nichts führen lassen, Chat. Weil die werden halt einfach jetzt ganze High-Ground Critics machen. Und wenn die maximale Höhe erreichen, dann starten die. Okay, 3-2 für Doodle. Ich lieb mal. Will Blue in den Klar reinkommen? Also Leute, was ich sagen wollte ist, sollten wir Blue eine Chance geben und in den Klar reinlassen, weil erstens, er hat am Anfang Lags, hat aber weitergespielt. Zweitens, trotz Lags hat der auch die, so erstens Sombos und Boxfights gespielt. Und drittens, als alle geliebt sind, weil sie Lags hatten und was sagt ihr? Sollen wir Blue eine Chance geben und den LC reinlassen? Also, meine persönliche Meinung ist, dass er ziemlich gut ist. Also ich könnte ihm Hack geben, sein Recht geben und ihn in NLC reinlassen. Als Competitive Spieler. Und wenn er Bock hat, könnte er auch Content Creator werden. Das heißt, ja. Blue meldet sich. Ich würde dann sagen, NLC Blue, Fragezeichen. Wenn du Bock hast, melde dich bei dir, bei mir oder bei Doodle. Und hiermit beende ich auch das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr auch gegen NLC-Member spielen wollt, meldet euch bei uns im Discord-Server. Alles ist in der Videobeschreibung. Und danke fürs Einschalten. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.